Hallo, ein neuer Monat ist da und ich stehe wieder hier vor meinem Wandteppich. Und wir wollen einmal in die Monatsangebote schauen vom November diesen Jahres. Wer mich nicht kennt, ich bin Mathilde Helm, wohne zwischen Hamburg und Bremen und liebe Young Living, liebe die Öle von Young Living und möchte das, was ich gelernt habe, direkt von Gary Young, aber auch über die Jahre, einfach gerne teilen mit dir, weil uns die Pflanzen so, so liebevoll und mit so einem hohen Bewusstsein und Licht begleiten können. Jeden Monat haben wir ein Monatsangebot und dazu kommt, dass wir jetzt bis Weihnachten, also vom 1. November bis zum 31. Dezember, einen besonderen Weihnachtsgeschenkkatalog haben. Dazu aber später mehr. Wir schauen mal rein. Wir bekommen, also was du dir ausdrucken kannst, wenn du ein eigenes Bestellkonto hast. Da ist immer unter den Ressourcen so eine Darstellung mit dem Angebot. Das ist einmal ein Öl, was wir günstiger bekommen. Elemi ist das diesen Monat. Und andere Öle, die du gratis dazu bekommst. Also du bekommst sie geschenkt, wenn du eine bestimmte Bestellsumme hast. Das ist das Prinzip, das ist immer gleich. Wir wollen gleich mal Elemi kennenlernen. So sieht das Fläschchen aus. Ich habe es hier noch mit einem älteren Etikett. Und es riecht würzig, herb, liebevoll und ich finde schon sehr tiefgehend. Elemi gehört zu der Familie von Weihrauch und auch von Myrrhe. Und manche sagen auch gerne, das ist der günstige Weihrauch, denn tatsächlich ist dieses Öl viel günstiger als Weihrauch, hat aber für die Haut auch diese großartigen Eigenschaften. Also das wurde schon jahrhundertelang in Hautsalben, Wundsalben verwendet. Die Ägypter verwendeten es auch zur Einbalsamierung beispielsweise. Und die Verwendung war für Fältchen, für Besenreißer, für Narben zum Pflegen. Also wo auch immer wir es brauchen, du kannst Elemi wunderbar mit dazugeben oder auch direkt pur auf die Haut auftragen. Und es ist auch befreiend für den Atembereich, wenn du da mal dir was Gutes tun möchtest oder dir eine Kombination zusammenstellst, um da deinen Brustraum zu salben. Oder für einen Diffuser, wunderbar. Und das ist ein, also wo kommt das her? Das kommt von den Philippinen. Dort haben wir eine eigene Farm, die Happy Pili Farm. Da wird von den Elemi-Bäumen, das sind auch große Bäume, wird auch das Harz gewonnen, indem die Rinde angeschnitten wird und das Harz wird dann tatsächlich destilliert. Für den Geist ist, also für unsere Psyche ist Elemi, wenn wir das inhalieren, auch entspannend. Es wird gerne zur Meditation verwendet. Es kann bei Stress, innerer Anspannung helfen, in ein positives, weiches, liebevolles und sanftes Gefühl zu kommen und mit uns angebunden zu sein, gestärkt zu sein, geerdet zu sein. Das ist Elemi. Dieses Öl ist wie gesagt 15% günstiger. Woran erkennst du das? Das hat am Ende immer ein D als in dem Code. Das heißt, es ist der normale Code und dann ist da noch ein D mit hinterher. Dann bekommen alle, die in dem Essential Rewards Programm monatlich bestellen, bei 120 PV 5 ml Pfefferminze. Zur Pfefferminze muss ich nicht viel sagen. Das ist ein Öl, was so befreiend ist, was immer mit dabei ist. Und das, was ich betonen möchte, Pfefferminze kann ein super Begleiter in der aktuellen Zeit sein. Dazu zum einen der Tipp, Pfefferminz plus Öl im Wasser mitzutrinken, am Nachmittag 1-2 Tropfen. Achtung, es ist intensiv. Trag dir das Öl aber auch mal hier hinten, wie auch Weihrauch, in diese Mulde mit ein. Denn das ist der direkte Zugang, um, sag ich mal, Kopf und Nerven und so weiter durchzuputzen. Da möchte ich gleich mit Weihrauch, was auch dabei ist in der Monatsaktion, anschließen. Weihrauch, da hat Gary Young mal zu gesagt, sollten wir uns jeden Tag hier hinten auftragen. Also das Foramen Magnum, dieser Bereich, wo eben
die Wirbelsäule und damit auch die Nervenstränge dort vom Rückenmark ins Gehirn übergeht. Denn das ist der direkte Zugang zum Gehirn, zu unseren Nerven. Weihrauch, weißt du, hat eine unglaublich stärkende, regenerierende Kraft, bringt alles an den richtigen Ort. Recherchier. Das ist so viel, was wir da nicht zu sagen dürfen zu diesem Öl. Und da noch ein Tipp von mir. Du weißt, ich beschäftige mich gerade intensiv mit der Neuroaurikulartechnik, die genau dort arbeitet. Du kannst dir das Öl, und ich mache das jetzt mal mit Elemi, das habe ich gerade da. Nimmst du dir 1-2 Tropfen von Weihrauch oder auch von Pfefferminze, aber Pfefferminze kann kühlend sein, oder auch von Elemi. Trägst dir das hier hinten in diese Mulde ein und auf das Hinterhauptbein, das ist der Schädelbereich, wo wir den Knochen hier zwischen Ohren und dieser Mulde spüren. Und dann machst du die Vitaflex, also so rollende Bewegung, an deinem Hinterhauptbein und massierst das damit ein und massierst damit die Reflexpunkte dort. Da haben wir ganz, ganz viele Akupressurpunkte, Reflexpunkte, die positiv stimuliert werden. Und dann kannst du noch in der Mulde mit sanftem Druck, also nicht viel Druck, einfach mit dem Finger, man kann es auch mit dem Roll-On machen, man kann es auch mit dem Finger, kannst du da eine kreisende Bewegung machen. Wenn du das so regelmäßig, zum Beispiel vorm Schlafengehen mit Weihrauch oder morgens zum Aktivieren mit Pfefferminze, das aufträgst, hast du einen unglaublich tollen Effekt. Zu Pfefferminze vielleicht noch, das kommt jetzt so in der Weihnachtsbäckerei und Geschenkezeit, ein tolles Pfefferminzrezept, Pfefferminzschokolade zu machen. Dunkle Schokolade einschmelzen, zu 100 Gramm 3-4 Tropfen Pfefferminze und vorher geröstete Mandeln noch dazu zu geben, sind ganz, ganz tolle Pralinen, die wirklich erfrischend schmecken. Da, wenn man das einmal gemacht hat, kauft man nie wieder After Eight, falls man After Eight vorher gemocht hat. Also das ist großartig, ein tolles Geschenk, aber auch ein toller Snack zwischendurch, wenn du da schöne, hochqualitative dunkle Schokolade nimmst. Dann schauen wir mal rauf, was wir denn noch haben. Oregano. Ein Öl, was auch total wichtig ist in dieser Zeit. Vielleicht kennst du es aus der Raindrop-Technik, das ist das erste von den Kräuterölen, was wir dort anwenden, ist ganz, ganz reinigend und durchputzend. Also du kannst es unter die Fußsohlen auftragen, dort stärkt es einfach den ganzen Körper. Sei achtsam, dies ist ein heißes Öl. Das bedeutet, wenn du es pur auf die Haut aufträgst, kann das sehr leicht auch brennen und reizen, einfach weil es so viele Bestandteile hat, die so richtig reinigend und durchputzend sind. Deshalb wird es aber auch bei der Raindrop-Technik direkt auf die Wirbelsäule aufgetragen. Also hab da ruhig V6 oder ein anderes fettes Öl parat, wenn du es verwendest. Nimm es nie pur in den Mund, das Oregano Plus Öl. Aber du kannst zum Beispiel einen Tropfen zur Vorbeugung, wenn du merkst, ach, du brauchst einen kleinen Schutz hier in dem Bereich, eine Teelöffelspitze Honig nehmen und da Oregano Plus Öl reinrühren und das entsprechend lutschen. Vielleicht auch kombiniert mit Thymian oder mit anderen schönen Ölen, Thieves zum Beispiel. Du kannst dir auch aus Xylit eigene Bonbons machen, eigene Hustenbonbons. Da gehört Oregano auch mit dazu, wenn du das einschmilzt und dann ganz am Ende, bevor die wieder fest werden, das Öl dazu gibst. Und eine andere Möglichkeit mit Oregano plus Öl ist tatsächlich auch eine Kapsel zu nehmen mit 2 Tropfen. Da kann auch noch Thymian plus Öl dabei sein, Pfefferminz plus Öl, Zitronen plus Öl. Da gibt es verschiedene Thieves plus Öl, die da noch mit schützend sind. Wenn ich da so eine Kombination aus verschiedenen mache, nehme ich meistens von jedem 2 Tropfen. Gegebenenfalls noch etwas Kokosöl oder V6 dazu. Ja, und natürlich zum Würzen, aber da nimm nur einen Zahnstocher oder mach dir ein großes Öl, wo du dann einen Tropfen Oregano dazu gibst, weil das sehr, sehr, sehr intensiv ist. Wovon ich schwärmen kann, wo ich total dankbar bin, was auch dabei ist bei 190 PV, ist das Lavendel-Minz-Shampoo. Das ist mein Shampoo, was ich immer verwende. Also ich bin da geblieben. Es gibt ja auch das Vanille-Copaiba-Shampoo. Da am besten probier aus, was dir liegt. Ich liebe dieses Shampoo, auch den Conditioner dazu und freue mich, dass ich da
meinen Vorrat zu Hause aufgefüllt bekomme mit der Bestellung. Zimt plus Öl haben wir noch dabei. Dafür gilt genau das Gleiche mit dem Lutschen mit Honig. Aber natürlich auch für die Bäckerei, dass du da ganz viel ausprobieren kannst. Zum Beispiel mache ich mir total gerne auch Smoothies oder einen warmen Frühstücksbrei mit, also so einen Hafer-Oatmeal-Brei, den ich mir selbst herstelle. Da kommt natürlich dann auch mal ein Tröpflein Zimtöl rein oder auch nur mit einem Zahnstocher. Ich finde Zimt sehr, sehr intensiv, dass ich da gerne sehr minimal dosiert mit arbeite. Dann gibt es noch den Mattifying Primer von den Savvy Minerals. Die Savvy Minerals, das ist die geniale natürliche Kosmetik, die wir haben bei Young Living. Und seit einiger Zeit haben wir eben nicht nur die in Pulverform, sondern tatsächlich auch die flüssige Kosmetik. Und dieser Primer, der ist dazu da, dass du ihn aufträgst, bevor du, also als erstes, und dass du darauf dann das andere Make-up auftragen kannst. Und dass es einen guten, eben matten Schimmer hat. Das ist genial, wenn du vorm Bildschirm bist oder auch so, dass es nicht zu glänzend aussieht. Ja, das gibt es bei 350 PV. Und dann gibt es noch solche Öletaschen, da bekommt man gleich zwei, eine rote und eine schwarze mit Platz für, ich glaube, 10 Öle, aber 5 Milliliter passen dort rein. 10 oder 8 oder 6, das steht da dann mit dabei. Das sind die Infos, die ich jetzt so spontan direkt zu den Ölen des Monatsangebots geben kann. Und ich möchte nochmal auf den Weihnachtskatalog eingehen. Erster Tipp, erster Hinweis, diesen gibt es in gedruckter Form. Einen kannst du dir gratis zu deiner Bestellung dazufügen. Nutz das einfach. Man kann sich drei weitere kaufen. Der Code, den schreibe ich nochmal unter dieses Video, wie du den Weihnachtskatalog bestellen kannst. Findest du aber auch, hat Young Living auch als E-Mail rausgeschickt. Wir haben da einige Neuigkeiten drin. Das eine ist ein Diffuser, der ohne Strom geht, den man sich im Auto in den Getränkehalter stecken kann. Weil viele immer gefragt haben, was gibt es denn für Diffuser, die man eben auch für unterwegs verwenden kann. Da haben wir einen und der soll mega genial sein. Die Sache ist, ich kenne sie auch alle noch nicht. Und es gibt für die Kinder einen Pinguin-Diffuser. Dann gibt es eine Kombination, die ich mir richtig toll vorstelle. Vanille-Pfefferminz. Ich muss gucken, wie das heißt. Very Merry Vanilla Mint, so heißt es. Also eine Kombination aus Vanille und Pfefferminze als Scrub, also mit himalayanischem Meersalz, also Salz von dort, gutes Salz. Als Scrub ist ja immer dieses leichte Peeling und auch als Körperbutter. Das gibt es jetzt da mit dabei. Und es gibt auch eine Seife, Winter Nights haben sie die genannt, ist auf der letzten Seite bei dem Katalog, aus Schwarzwichte, Pfefferminze, Zeder und Orange. Ehrlich gesagt, das spricht mich auch total an, da freue ich mich riesig drauf. Dann ist es so, dass es ganz viele Kollektionen, Zusammenstellungen gibt, da steht dann teilweise dabei, wie viel Prozent wir sparen. Vielleicht schaffe ich es wieder so eine, darauf wirklich die Preise mit draufzuschreiben. Momentan sind sie in einer Extraliste unter den Preislisten in den Ressourcen hinterlegt. Aber es ist ja ganz schön, wenn man das direkt da auf dem Katalog mit drauf hat. Sobald es fertig ist, verlinke ich das unter diesem Video, beziehungsweise stelle ich das in die Gruppen mit rein, dass man wirklich mehr sieht, wie viel spare ich bei den verschiedenen Sets, wie viel Prozent, wie viel Geld. Prozent steht meistens da, also es sind 10-15%. Zum Beispiel gibt es das Bibelöle-Set 15% günstiger. Ich liebe die Bibelöle. Eine tolle Möglichkeit, sie zu haben. Ja, und das Letzte, bevor wir aufhören, es gibt den Adventskalender wieder. Das ist ein sehr, sehr, sehr wertvoller Adventskalender, aber eben auch was ganz Besonderes, was, wenn dich das anspricht, du dir und deiner Familie vielleicht auch gemeinsam gönnen kannst. Da werden, das ist das Einzige, was ich weiß, es werden 6 verschiedene Öle mit drin sein, die wir hier nicht so einzeln bekommen können. Also einfach Öle, die man dann hat und sonst kommt man da nicht so ran. Welche das sind, keine Ahnung. Aber das ist so die Überraschung und natürlich ein ganz besonderes Bonbon. In dem Sinne erstmal einen schönen Start in den November. Alle weiteren Infos folgen, sobald sie da sind, sobald ich es geschafft habe. Tschüss!